Hallo und willkommen zu Denkreisen nach Outremer, einer intensiven Videoreihe zum Thema Kreuzzüge. Was du hier siehst, ist ein uraltes Bankschließfach, das gegenwärtig mindestens 25 Kilo schwer ist. Und darin befinden sich all die Bücher, die für unser Unterfangen hier die Quellenlage darstellen werden. Und all diese Bücher muss ich jetzt lesen. So, naja, den Anfang macht natürlich der dreibändige Klassiker von Stephen Runciman, Geschichte der Kreuzzüge. Ich lege die Bücher jetzt schon mal hier so ab, wie sie sich ungefähr auf dem postmodern apologetischen Spektrum so platzieren. Und der häufig kritisierte Stephen Runciman, den manche für etwas veraltet halten, der kommt hier auf diese Seite. Demgegenüber das moderne Bollwerk des Jonathan Riley Smith, die Kreuzzüge der History. Das ist natürlich unverzichtbar. Interessanterweise, und da muss man aufpassen, darf das nicht mit diesem Buch hier verwechselt werden, das auch von Jonathan Riley Smith ist und das im deutschen Amazon leider so dargestellt wird, als ob es das Taschenbuch von diesem Buch hier wäre, aber das stimmt überhaupt nicht. Das Buch hier ist ungefähr fünfmal länger. Tja, das kommt hierher. Sehr interessant, das Buch von Kurt Fischler, Das Abenteuer der Kreuzzüge, beschäftigt sich mit dem ersten Kreuzzug und richtet den Augenmerk mehr auf die Personen hinter den Kreuzzügen und spart auch nicht mit Kritik, weshalb es auch hier auf diese Seite kommt. So, das hier ist natürlich ein sehr angriffslustiges Buch. Peter Milger, Die Kreuzzüge, Krieg im Namen Gottes. Erst mal hier. Und nicht fehlen darf Thomas Asbridge, sollte ungefähr hier platziert werden. Und natürlich der Antichrist. Karl-Heinz Deschner, Kriminalgeschichte des Christentums, Band 5 und Band 6. Die tun wir irgendwo hierher. Sehr gut lesbar und einen guten Einstieg in die Materie bietet das Buch von Martin Kaufhold mit dem Titel Die Kreuzzüge. Ja, fast alle diese Bücher heißen Die Kreuzzüge. Es ist ein sehr ausgewogenes Buch, das sich weder zu sehr auf der einen noch auf der anderen Seite platziert. Und deswegen kommt es hier schon in die Mitte. Gendering the Crusades ist ein Buch, das von Susan Eddington und Sarah Lambert herausgebracht wurde. Und dieses beschäftigt sich natürlich mit der Rolle der Frauen in den Kreuzzügen. Das Buch Rittertum von Johanna Maria van Winter, einer niederländischen Historikerin, ist ein kleines, schnell lesbares Büchlein, das aber sehr interessant ist zum Verständnis des Ritters im Mittelalter. Oh ja, Der Heilige Krieg der Barbaren von Armin Malow ist in unserer Diskussion hier unverzichtbar, denn da geht es um die Kreuzzüge aus der Sicht der anderen Seite. Und ähnliches gilt für diesen Klassiker Kreuzfahrer und Kaufleute von Aziz Attia, sozusagen ebenfalls ein mehr orientalischer Blick. Hierher tun. Der Band 3 der Byzanz-Reihe von John Julius Norwich hat vielleicht einige interessante Einblicke aus der byzantinischen Perspektive bieten. Ja,
Weiter jetzt hier nicht so unbedingt relevant, aber durchaus empfehlenswert, ist das Buch Blutige Pilgerfahrt von Kai Rademacher. Ich sage jetzt nicht so relevant, nur aus dem Grund, weil es sich unmittelbar auf einen Großteil der Bücher bezieht, die hier schon auf dem Tisch stehen. Aber wer sich da mal gut einlesen möchte in die Ereignisse des Ersten Kreuzzugs, dem ist das Buch durchaus zu empfehlen. Das hier habe ich schon hier gezeigt und das war's. Ja, und das muss ich jetzt alles lesen. Wo fangen wir an?